Willkommen in der Mercedes-Benz Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja, das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist das im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Es macht Riesenspaß, hier im Stadion zu sitzen und tollen Sport zu erleben, Uschi. Wir haben schon so viele Spiele kommentiert. Aber die Begeisterung, sie will einfach nicht nachlassen. Sehe ich genauso, Wolf. Sobald du hier die Fans hörst, dann weißt du ja, das ist ein Traumjob, den wir hier oben haben. Und nun Castro. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Grueso. Finn Bogasson. Gute Aktion. Caligiuri. Ah, das könnte was werden jetzt. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Den Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß. Sehr guter Einsatz. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Sieht gefährlich aus. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Gut den Ball verteidigt. Sie kommen, Sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Da könnte was entstehen. Jetzt den Ball reinbringen. Anspiel kommt gut. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Die Fans wollen den Abschluss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Also für mich sind sie da aktuell ein wenig zu passiv. Castro am Ball. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt.
Caligiuri. Gibt jetzt die Gelegenheit. Da ist die Hereingabe. Oh, er kann klären. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Alfred Finnbogason. Da ist die Chance. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Daniel Caligiuri. Gonzalo Castro. Der VfB Stuttgart hat beim Ballbesitz klare Vorteile im bisherigen Spielverlauf. Aber wo bleiben die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Ja, könnte was werden. Ah, das hätte gefährlich werden können. Kovalev. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Finnbogason. Strobel. Guter Vorstoß, kann was werden. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gute Position für diesen Freistoß. Da muss die Abwehr hellwach sein. Ganz stark abgeblockt. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Tolle Reaktion vom Torhüter. Da hat er gut aufgepasst. Richtig gut geschossen, aber noch besser gehalten. Da kommt die Ecke. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Alfred Finnbogason. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Ganz stark abgeblockt. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen?
Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Und es geht mit Abstoß weiter. Er will den Ball. Das könnte was werden jetzt. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Phil Bogason. Neu auf dem Feld die Nummer 7. Florian Niederlechner. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt der Ballverlust. Auf außen ist Platz. Daniel Caligiuri. Framberger. Jetzt könnte er flanken. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Wieder so ein klasse Pass. Tommy. Ja, klasse Pass. Schöner Steilpass. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Nicht der Treffer. Da haben wir schon deutlich bessere Strafstöße gesehen. Ja, das war nix, das weiß er auch. Da hat er sich wohl ein bisschen zu viel zugetraut. Oder war das vielleicht gar nicht beabsichtigt, den Schuss so hoch anzusetzen? Und das hatte sich der Schütze natürlich ganz anders vorgestellt. Strobel. Das macht er gut. Daniel Caligiuri. Tobias Strobel. Wichtiges Tackling hier. Da wäre Platz für den Konter. Framberger. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Oxford. André Hahn. Sie geben den Ball ab. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Jetzt kommt der Wechsel.
Jetzt können sie den Ball reinbringen. Philipp Clement. Sieht gefährlich aus. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Könnte den Konter geben. Florian Niederlechner. Ball ist wieder weg. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ballverlust. Grueso. Niederlechner. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Auf dem Feld die Nummer 23, Marco Richter. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch, wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Wichtiges Tor heute von ihm, das Entscheidende sogar. Guter Auftritt. Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Alfred Finnbogason. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Ganz stark abgeblockt. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Nicht der Treffer. Da haben wir schon deutlich bessere Strafstöße gesehen. Ja, das war nix. Das weiß er auch.